Nächster Panikredner, Jürgen Klimke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, zukunftsfähige Unternehmensverantwortung, was bedeutet das? Für mich bedeutet das, dass sich Unternehmensmitglieder und die Unternehmen für ihr Tun und für ihr Lassen freiwillig verantwortlich erklären und sich gemäß dieser Verantwortung auch verhalten. Für welche Handlungen, für welche Folgen sich ein Unternehmen verantwortlich erklärt und welches die richtigen Grundsätze sind, leitet sich eben aus der Rechtsordnung, aus den gesellschaftlich definierten ethischen Prinzipien ab, wie beispielsweise faire Bezahlung, Schulung von Mitarbeitern, Einhaltung von Normen und Standards, Gleichberechtigung der Geschlechter oder auch meinetwegen Richtlinien zum Schutz der Umwelt. Viele deutsche Unternehmen halten sich in vorbildlicher Weise auch im internationalen Kontext an diese Wertmaßstäbe. Jene, die Defizite aufweisen, bringen wir durch bestehende Gesetze oder durch neue Maßnahmen der Bundesregierung und der Legislative dazu, ihr Handeln zu überdenken und anzupassen. Meine Damen und Herren, ähnlich wie der Kollege Lutschak muss ich ein bisschen mit Bedauern feststellen, dass der vorliegende Antrag der Grünen in seinem Duktus auf wiederholte Weise die Geschäftspraktiken vieler deutscher Unternehmen mindestens hinterfragt. Und ich bedauere eigentlich dieses Misstrauen und möglicherweise auch diesen Generalverdacht gegenüber der deutschen Wirtschaft. Denn als Entwicklungspolitiker zum Beispiel weiß ich um die Bedeutung der Wirtschaft gerade in diesem Bereich. Und ich lege deshalb bei der Bewertung Ihrer Anträge auch meinen Fokus auf die Auswirkungen durch die Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel. Mit Ihrem Antrag zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten kritisieren die Grünen den Prozess bei der Ausarbeitung des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte, NAP, durch die Bundesregierung. Ja, es ist richtig, dass die Ausgestaltung einige Zeit länger in Anspruch genommen hat, als das zunächst mal gedacht und angekündigt war. Ich möchte aber an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Bundesregierung kurz vor Weihnachten diesen NAP verabschiedet hat und damit die deutschen Unternehmen zu fairen Produktionsbedingungen in den Entwicklungsländern verpflichtet hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage. Denn es ist ein deutlicher, ein wichtiger und vorbildlicher Schritt für die Einhaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten durch deutsche Unternehmen. Das müssen wir festhalten. Mit dem Aktionsplan setzen wir die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte in nationales Gesetz um. Betroffen von der Regelung sind in Deutschland ca. 6.000 Betriebe, die dazu verpflichtet werden, soziale und ökologische Standards einzuhalten. Meine Damen und Herren, letzte Woche haben wir hier im Plenum das Thema faire Textilproduktion debattiert. Beispielhaft steht dieser Sektor für die Anstrengungen, die die Bundesregierung und federführend das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für zukunftsfähige Unternehmensverantwortung unternimmt. Kurz erwähnt sei hier das im Oktober 2014 gegründete Bündnis für nachhaltige Textilien, auch wenn die Linken das beiseite werfen. Es ist ein wichtiges Bündnis. Es greift die zukunftsfähige Unternehmensverantwortung in einer vorbildlichen Weise auf und arbeitet in der Praxis an der Verringerung von Missständen und von Benachteiligungen. Bereits 133 mittelständische Unternehmen und Großkonzerne aus der Textilindustrie und dem Handel sind diesem Bündnis beigetreten und haben in Deutschland eine Marktabdeckung von 55% erreicht. Und das setzt Maßstäbe. Das ist ja nicht so ein kleiner Teil mit 3 oder 4%, sondern weit über die Hälfte. Mit diesem Projekt kommen Verbraucher, Wirtschaft und Politik auf freiwilliger Basis zueinander, ohne großen Verwaltungsaufwand zu verursachen. Die Zielsetzung des Bündnisses
die soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit entlang der gesamten Textilkette kontinuierlich zu verbessern, trägt zudem der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bei, also den sogenannten SDGs. Im Kontext von globalen Lieferketten sind das insbesondere das Ziel Nummer 8, menschenwürdige Arbeit und wirtschaftliches Wachstum, das Ziel Nummer 12, nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum und das Ziel Nummer 17, Förderung von Partnerschaften. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, das Textilbündnis kann international ein Vorbild für andere Wirtschaftszweige sein, zum Beispiel für den Rohstoffsektor oder auch zum Beispiel für die Fischerei. Und dieses Bündnis kann beweisen, dass sich hohe Maßstäbe in der Unternehmensverantwortung auszahlen. Meine Damen und Herren, und eins muss ich noch mal deutlich sagen, nationale Alleingänge sind für uns der falsche Weg. Deshalb ist auch die Koalition eben schon einen Schritt weiter. Bereits 2015 hat sich Bundesentwicklungsminister Dr. Müller erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Durchsetzung weltweiter Arbeits- und Sozialstandards, Umweltstandards auf der Tagesordnung des G7-Gipfels in Elmau stehen. Das war ein Novum. Und diesen Weg setzen wir fort. Das Entwicklungsministerium und das Ministerium für Arbeit und Soziales setzen sich maßgeblich dafür ein, Arbeitsbedingungen in internationalen Lieferketten zu verbessern, verantwortliches und transparentes Management von Lieferketten zu fördern und Beschwerde- und Mediationsmechanismen zu stärken. Dazu haben beide Häuser in dieser Legislaturperiode das Positionspapier Gute Arbeit weltweit vorgelegt und verabschiedet. Meine Damen und Herren, Deutschland hat am 1. Dezember 2016 die G20 Präsidentschaft übernommen. Die G20 ist das zentrale Forum zur internationalen Zusammenarbeit der 20 führenden Industrie- und Schwellenländern in Finanz- und Wirtschaftsfragen und vereint 80% des globalen Handels auf sich. Die deutsche Präsidentschaft unter dem Motto "Eine vernetzte Welt gestalten" läuft bis zum 30. November 2017. Höhepunkt wird das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in meiner Heimatstadt Hamburg am 7. und 8. Juli sein. Der Fokus nachhaltige globale Lieferketten, ein Kernthema zukunftsfähiger Unternehmensverantwortung, wird dabei im Rahmen der G20-Staaten weiter vorangebracht werden und knüpft damit eben auch an die G7-Präsidentschaft an und alles unter dem Vorsitz von Deutschland. Das will ich auch noch einmal deutlich sagen. Und damit kommt sozusagen ein starkes Signal für mehr Verantwortung in globalen Lieferketten von uns. Gemeinsam mit den G20-Partnerländern sollen dazu konkrete Schritte entwickelt und beschlossen werden. Wichtige Bezugsrahmen sind dafür eben die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, dann die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und eben die von mir vorhin zitierte Abschlusserklärung des G7-Gipfels von Elmau. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Analyse der Lage vornehmen, können Sie erkennen, dass es eine Vielzahl von Initiativen und bestehenden Regelungen zur Sanktion von Unternehmen gibt, wenn diese gegen Maßstäbe, Gesetze und Normen verstoßen. Das Vorhandene nochmals mit einem Gesetz zu regeln, schafft lediglich Doppelstrukturen und benachteiligt einseitige deutsche Unternehmen im Wettbewerb, und genau das wollen wir nicht. Bevor ich zum Ende meiner Rede komme, möchte ich nicht versäumen, auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt in diesem Zusammenhang auch aufmerksam zu machen. Zukunftsfähige Unternehmensverantwortung trägt vor allen Dingen der Verbraucher, die Verbraucherin. In vielen Bereichen des Lebens stellen wir eine kontinuierliche Veränderung des Verbraucherverhaltens fest. Damit einher geht die Weiterentwicklung von Unternehmensverantwortung. Kein Textilhändler kann es sich leisten, dass an seiner Kleidung, die er produziert, Blut klebt. Kein Stromanbieter in Deutschland wirbt mehr mit Atomstrom. Und kein Autohersteller bringt ein neues Modell mit einem Spritverbrauch von über 15 Litern auf den Markt. Dies sind eben nur einige Beispiele, wie eben auch verändertes Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher die Verantwortung von Unternehmen mitgestaltet.
Wir dürfen uns jedoch nicht auf dem Erreichten ausruhen. Die Aufgabe von Politik ist es, weiter zu sensibilisieren, weiter zu gestalten und eben auch teilweise das eine oder andere Gesetz zu verabschieden in diesem Zusammenhang. Mit einem tiefen Durchblick für den Verbraucher über die Durchsetzung von internationalen sozialen und Umweltstandards erreichen wir mehr als mit nationalen Gesetzgebungsprozessen. Die deutschen Unternehmen dadurch benachteiligt werden und auch Arbeitsplätze kosten. Deshalb dürfen wir es nicht unterlassen, die Verbraucherinnen und Verbraucher ständig und stärker als in der Vergangenheit immer über die Sozialstandards zu informieren. Denn das ist auch etwas, was den Entwicklungsländern bei ihrer wirtschaftlichen Situation zugutekommt. Und das müssen wir sehen, gerade in diesen Zeiten. Danke sehr. Vielen Dank, Jürgen Klinke. Nächster Redner, Uwe Kek.